Ja, und dann haben wir noch was. Das ist das eine, das Davonlaufen möchte ich gerne. Das interessiert mich, weil ich bin ja ein Davonläufer. Du kennst das, wenn man davonläuft. Oder sagen wir mal so, ich beobachte einen. Es sind immer die Stufen, darum muss man das wieder runterholen, Heiko, auf das Einfache. Das ist, was Angst macht, ist Verlust. Ja. Und die Schwierigkeit ist, dass ich nur immer wieder wiederholen kann. Fokussiere dich auf das, was hundertprozentig sicher ist. Du weißt, ich sage so oft, normale Menschen haben so viele Vorstellungen von hundertprozentig sicher, was nur Geschwätz vom Zweiten ist. Was hundertprozentig sicher ist, dass jeder Gedanke, jeder neue Gedanke, der in dir auftaucht, zerstört den bestehenden Gedanken. Das stelle ich mit der 200 Gramm rote Knete dar. Jeder sinnlich wahrgenommene Augenblick, wenn du den Kopf drehst, zerstört den bestehenden Augenblick. Und wenn du jetzt das wieder anschaust oder wieder denkst, ist es ein vollkommen neu erschaffener Gedanke. Das kann man so schön darstellen mit der Gnede. Das ist eine Sache, das erkläre ich jetzt bewusst gedacht in einer Zeitspanne von 25 Jahren, dass ich sage, wenn du Gnede umformst, du machst eine Tasse, du machst einen Teller, du machst auch eine Figur. Was immer gleich bleibt, ist die Gnede. Und wenn du jetzt wieder die Tasse machst, auch wenn die oberflächlich gleich auch schaut, es ist eine vollkommen neue Tasse. Die entsteht in dem Moment, wo es gedacht wird. Du bist immer derselbe Geist, das ist die 200 Gramm rote Gnede, aber wenn du an Heiko denkst, bist du bloß immer der gleiche Körper. Und der verändert sich. Das ist nicht derselbe Körper. Wenn du jetzt deine Hand anschaust, du denkst nicht mehr an deine Hand und du denkst wieder an deine Hand, ist diese Hand entsteht in dem Moment vollkommen neu. Das ist Ja. hundertprozentig sicher und das kannst du überprüfen. Es ist nur das Geschwätz vom Zweiten, der tiefe Glaube in dir, dass deine Gedanken, die Informationen als Ding an sich, ich nenne es mal Gedankenwellen, dass die auch dann da außen unabhängig von dir existieren, wenn du nicht dran denkst. Das ist etwas, das du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Drum ist das Geschwätz vom Zweiten. Und das ist übermächtig. Das ist die Quelle von Leid. Da müssen wir keine Wörter auffächern, da müssen wir gar nichts machen. Auch wenn ich dann tausendmal erwähne, egal wie alt du dich jetzt denkst, wenn du jetzt an dich denkst, das ist ja so eine Sache, du denkst immer jetzt an dich. Ob du jetzt denkst, ich bin 6 Jahre, ich bin 10 Jahre, ich bin 20, ich bin 50 Jahre, spielt keine Rolle. Wenn du an diesen Körper denkst, denkst du jetzt dran. Und der wird jedes Mal neu aufgebaut. Aber der, der sich selbst erlebt, der hat überhaupt nicht das Gefühl, dass er älter geworden ist. Wenn du mal das Wissen beiseite schiebst, den Intellekt, den du zum Denken benutzt, wirst du feststellen, wenn du jetzt über Problem nachgrübelst, bist du immer noch derselbe Heiko in deinem Fall, wie wenn du als 20-Jähriger über Problem nachgegrübelt hast. Wenn du jetzt traurig bist, ist dasselbe Ding, empfinde Trauer, das auch als 20-Jähriger Trauer empfunden hat. Dieses, ich sage immer, der Leser ist eine Stufe höher, der hat sich nicht verändert. Der Leser ist am Ende des Buches immer noch derselbe Leser wie am Anfang. Und wenn du dann Angst hast vor irgendwas, wenn du in das hintere Ende dieses Lebensbuches kommst, hast du in dem Leben nichts gelernt. Das, was zu lernen gilt, was man selbst ist. Und letztendlich Ja. bestimmt jetzt nur die Mächtigkeit deines Egos, deines Programms, ob du das überwindest oder nicht. Letztendlich musst du das überwinden, was du zu sein glaubst. Und da kann ich auch wieder tausendmal sagen, das, was ich dir jetzt erzähle, den, der uns zwei ausdenkt, das ist so elementar wichtig. Ich erzähle es den, der immer ist. Das hört man, es rauscht durch und der zweite ist übermächtig. Und das ist jetzt das Spiel mit dem roten Ich. Ein rotes Ich ist fest verbunden mit einem blauen Ich. Das heißt, das rote Ich ist schon Bewusstsein. Aber das ist Bewusstsein, das zwanghaft alles in Maßsetzung des Programms wertet und interpretiert und sich dadurch selber Gefühle erschafft. Und das JCH, das ist dann nochmal eine Stufe drüber, der schaut nur. Das ist das, was ich Tierchengucken nenne. Bist du in der Lage, deine Informationen zu beobachten? Ohne irgendwas verändern zu wollen und ohne diese beobachteten Interpretationen und Reaktionen selbst zu werden, sondern nur schauen, was ist. Dann Auch. bist du das JCH. Das ist der, der vom Bücherregal steht, der, der noch in einem Buch drin hängt, der nur mit einem einzelnen Buch, mit einem einzelnen Leben verbunden ist. Der muss zwanghaft werden. Ja. Ich sage, der Sinn des Lebens ist erst einmal dein eigenen Intellekt, dein Interpretations- und Werteprogramm. Dass du das erforscht. Aber während du das erforscht, während du dich dabei beobachtest, wie du werdest und interpretierst, wirst du
diese Wertungen wieder bewerten in Maßsetzung desselben Programms. Das ist die Sache mit dem blinden Arschloch, wo ich immer prophezeie, es wird vom ersten Mal hören, wenn du dich beschäftigst damit, mindestens jetzt bewusst chronologisch gedacht 20 Jahre, 20 Seiten dauern in dem Buch, bis du das checkst. Jeder Beobachter, der etwas beobachtet und damit nicht einverstanden ist oder das anders handelt, ist ein blindes Arschloch. Und das kannst du nur immer wieder bewusst machen. Nur bewusst machen. Nichts verändern wollen, sondern dir diesen Vorgang bewusst machen. Ich bin dabei, immer so ein bisschen hin und her zu pendeln. Zum einen denke ich, naja, das habe ich nichts mit zu tun, ich gucke nur. Und zum anderen denke ich, da ist aber auch was, wovor du Angst hast. Und wenn du dich dem nicht stellst, dann läufst du davon. Also es ist das eine, ist mich völlig rauszuhalten. Und wer ist jetzt das, der dem beobachtet, der sich denkt, du hast ja nichts damit zu tun. Da muss ja schon wieder einer drüber sein. Auch schon wieder. Ne? Ich wiederhole nochmal, was ganz, ganz wichtig ist. Das werde ich auch jetzt in dem Blindfeld-Vortrag nochmal machen, wenn wir den hier und jetzt machen. Mhm. Wo ich in Weißenburg den Stefan auf die Bühne hole, ich habe das auch in einem Selbstgespräch nochmal erwähnt, und dann sage ich, jetzt denk einfach, die Worte machen jetzt Vorstellungen in dir. Ich hole den Stefan, ich könnte jetzt den Heiko nehmen, du denkst jetzt den Heiko aus, wir denken uns jetzt den Heiko und den Udo aus, du denkst jetzt einmal, du wärst der Heiko. Der Udo sagt zum Heiko, halt mal deine zwei Hände vor dich hin, mach das. Halt die zwei Hände vor dich hin, dass du schau die an. Ich könnte schon sagen, die waren die ganze Zeit nicht da. Jetzt machen wir die Hände, bald die zu einer Faust. Bald die zu einer Faust und mach sie wieder auf. Jetzt bald sie wieder zu einer Faust und jetzt mach sie wieder auf. So, und jetzt, pass auf, jetzt gehe ich einmal davon aus, dass du der Heiko bist. Hast du als Heiko das Bedürfnis, diesen beiden Händen, die du dir jetzt ausdenkst, zu erklären, dass du derjenige bist, der Heiko, der diese zwei Hände auf und zu macht? Nein. Überhaupt nicht. Moment, der Trick kommt erst. Der Witz ist jetzt, was dir klar sein soll, dass ich als Udo überhaupt nicht das Bedürfnis habe, den Heiko zu erklären, dass ich dran schuld bin, dass er die jetzt seinen Händen befohlen hat, dass die auf und zu gehen, weil der Heiko hat jetzt das gemacht, was ich gesagt habe, und die Hände haben das gemacht, was der Heiko gewollt hat. Mhm. Aber jetzt ist die Frage, ist der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, nicht bloß eine Figur in einem Traum, und machen Figuren in einem Traum nicht prinzipiell das, was der träumende Geist träumt? Ja. Also Udo, das ist die Reihe, das habe ich im Blind, das geht nicht, wenn man das einmal hört und es irgendwie logisch erscheint. Das führt dich aus dieser Welt heraus als Geist, in die du dich selber einschwörst. Da gibt es ja nichts zu dir, das ist hundertprozentig sicher, was ich jetzt spreche. Alles, was ich spreche, ist für einen, der meinen Gedankengängen folgt, hundertprozentig sicher. Es stellt sich nicht die Frage, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Es stellt sich vielleicht sehr wohl in manchen die Frage, die ich mir jetzt in manchen Programmen, die zwingen dir dann auf, kann ich das glauben oder kann ich es nicht glauben? Aber wenn du das jetzt wieder von einer höheren Ebene beobachtest, wirst du feststellen, dass das eigentlich nur eine Frage ist, wem vertraue ich mehr, meiner Logik oder dem Geschwätz vom Udo? Obwohl das der Udo nur der Erste ist, nur Sachen sagt, die du sofort überprüfen kannst. Wirst du merken, wie mächtig diese anerzogene Logik ist. Und jeder, der logisch bleiben will, sperrt sich in das Gefängnis dieser einseitigen, fehlerhaften Logik. Fehlerhaft schon aufgrund dessen, dass solange eine Logik im Widerspruch zu einem anderen Denksystem, zu einer anderen Logik steht, ist sie unvollkommen, ist sie fehlerhaft. Du wirst von mir nie hören, dass irgendjemand nicht recht hat oder dass etwas, was jemand, den wir uns jetzt ausdenken, logisch erscheint, aber mir selbst mit meinem jetzigen Programm unlogisch erscheint, dass denen seine Logik unlogischer wäre wie meine Logik. Denken wir dann das Beispiel mit Basic, Windows und Linux. Nicht kompatibel. Aber es gibt immer einen Umrechnungsparameter, solange die verschiedenen logischen Systeme dieselben Bilder aufwerfen können. Denk an mein schönes Beispiel. Wir lassen ein DIN A4-Blatt ausdrucken, wo wir Schriftgröße, Randbreite einstellen, einmal mit PDF und einmal mit Word. Es ist die reine Dateistruktur, ist komplett unterschiedlich. Das verbindende Parameter ist das Bild, das ausgedruckt wird. Ich könnte jetzt sagen, wenn das ein Nageldrucker ist, wird von beiden Programmen mit dem Ausdruck permanent jeder Nadelstich auf dem Blatt, jeder Druckerspritze ist komplett gleich. Es ist eine komplett andere Datenstruktur. Das heißt, sobald du ein verbindendes Parameter hast, der alles verbindet, kann man verschiedene Systeme umrechnen. In einem gewissen Maß.
Zum Beispiel, jetzt müsste ich noch, wenn ich genauer wird, natürlich Aufwärts- und Abwärtskompatibilität. Wenn ich jetzt zwei Programme habe, kann ich dasselbe ausdrucken, wenn da vielleicht Fußnoten oder was oder Links drin sind, was das andere Programm nicht weitergeben kann, dass das im Hintergrund nicht ist, geht es auch nicht. Ich rede rein einmal von einem abstrakten Ausdruck. Und jetzt kommt immer wieder dieser Satz, was ist das verbindende Parameter für all das, was in dir auftaucht? Du selbst. Ich ja. Was für ein Wahn ist es, wenn ich sage, jetzt denke mal an die Erdkugel, die sich um die Sonne rumdreht. Wo war die jetzt die ganze Zeit? Jetzt schau mal in dich rein, wie weit du bei solchen Sachen in deinem Alltagsbewusstsein hundertprozentig sicher bist, dass du mit dieser Erdkugel nicht das Geringste zu tun hast. Wahnsinn, ne? Es ist so simpel, es ist zu einfach. Das ist die Schwierigkeit, Heiko. Es ist einfach zu einfach. Was Ich jetzt noch wichtig ist, dass verkompliziere das das jetzt sehr, gerne. sehr hart klingt, dass es überhaupt nicht geht um irgendwelche Menschen, die wir uns ausdenken. Weil Menschen, die man sich ausdenkt oder eine Welt, eine ausgedachte Welt, ist so wie der Denker, die sich ausdenkt. Aber was ist jetzt Welt? WLD hast ein Brandopfer. Da haben wir unseren polaren Rand. Und du musst von Augen, jetzt sind wir bei der Gnade, du musst von Augenblick zu Augenblick für jeden neuen Gedanken musst du den bestehenden Gedanken opfern. Das einzige konstante Parameter ist der sich das ausdenkt und der das erlebt. Und jetzt könnte ich wieder sagen, der ist es natürlich auch nicht, weil der jetzt was ausgedacht ist. Der muss was Und sein, was nicht gedacht werden kann. Du musst ein Gefühl bekommen für das, was du bist. Ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst. Und nicht, was du glauben sollst und nicht, was richtig ist und was verkehrt ist. Habe ich da gerade gesagt, das ewige Undenkbare. Habe ich gerade reingestellt in den Chat. ja, Und ich habe das es gesehen. ständig Vergängliche gehört untrennbar zusammen, so wie das Meer mit seinen Wellen. Und Ja. ein Denker gehört untrennbar zusammen mit seinen Gedanken. Egal, wo du dir deine Gedanken hindenkst, das ist es eben, dass du vollkommen unbewusst deine eigenen Informationen um dich herum in Raum und Zeit verstreust. Und ich sage, wenn du das bewusst machst, bist du der Gott für die Welt, die du dir ausdenkst. So wie ein träumender Geist in einem gewissen Maß der Gott ist für seine Traumwelt, die aber letztendlich nur aus ständig wechselnden Bildern besteht, die aus ihm selbst kommen. Genau genommen kommt aus ihm selber gar nichts, sondern das ist so oberflächlich, denk wieder an die Wellen. Das ist, ich kann nur in deiner Logik, in deiner momentanen Logik mit dir sprechen. Denk wieder an das Beispiel, wenn ich sage, wenn ich dir Windows erklären will und du bist der Basic-Betriebssystem, ich kann nur Basic mit dir reden. Aber was ich mit Holofeeling mache, dass ich dir zeige, dass selbst deine normale Logik extrem erweiterbar ist, dass du selbst von deiner Möglichkeit zur Zeit deiner Logik fast nichts nutzt durch diese ständigen zwei Grundprobleme, das ist unmöglich und das ist hundertprozentig sicher. Das macht dich sowas verblind. Das erkläre ich so oft. Zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Unmöglich. Und du siehst eine so einfache Lösung. Und plötzlich sind ein ganzer Haufen Möglichkeiten gleichzeitig da. Sag mal, aber der ich bin, der will doch gar nichts, oder? Der Also ich meine, Ich will sobald überhaupt nicht, der einer schaut auftaucht, nur. Er schaut nur. ja, sobald ich feststelle, dass ich irgendetwas will, dann ist es klar, das ist etwas, was ich anschaue. Ich schaue einen an, der was Ich will. bin ist ja eigentlich sehr vielfältig. Wenn ich jetzt wieder in die Sprache gehe, wird selbst erklärend. Weißt du, das ist ja immer wieder das große Problem, wenn du jetzt in die Sprache reingehst und du schaust jetzt immer wieder das Deutsche und das Hebräisieren und muss jetzt gleich einmal nachschauen, weil ich gar nicht mehr weiß genau, pass auf, wenn ich jetzt BIN in Geometrie Explorer eingehe. Das ist das dann mal hier, das heißt, achten auf etwas, einschalten, etwas einsehen, etwas einschalten, interpolieren und in der Regel wird es immer übersetzt mit zwischen. Okay? Und da ist jetzt natürlich interessant, weil zwischen, das war zwischen, wenn da BIN steht, BIN. Das heißt, der BIN könnte ich jetzt lesen, in mir ist Existenz. Okay? Okay. Aber zwischen ZWAF heißt ja, die Geburt von was doppelt aufgespannt, das W, ZWAF, und das heißt Befehl. Wenn man jetzt ZWAF von dem Wort zwischen, ZWischen, heißt ZWAF alleine, praktisch 90,6 heißt das Hebräische, wenn man da nachschaut, das heißt Befehl. Da steckt schon B, zwei fehlen jetzt, die sind aus der Einheit herausgesprungen. Und das heißt auch Order, eine Order, ein Befehl. Or wiederum heißt aber erweckt und die R heißt Generation. Eine erweckte, geöffnete Berechnung. Aber das entstehen automatisch Gedankenwellen. Und du bist dazwischen. Ja. Ischen heißt schlafen, alt werden, alt sein, alternieren. Schlafen und alternieren. Jetzt sind wir in dem Wort
zwischen, in dem Wort bin, ich bin. Das heißt, ich, diese göttliche Kollektion, dieses rote Ich, ist zwischen dem Wellenberg und dem Wellental. Und jetzt sage ich immer wieder, du kannst, wenn du was siehst, musst du zuerst einmal eine Gedankenwelle aufschmeißen, die als heiliges Ganzes gedacht eigentlich nichts ist, weil plus 5 minus 5 ist nichts. Und jetzt wird es natürlich interessant, dass du zwang, ich mache immer wieder, weißes Buch auf einem weißen Hintergrund siehst du nicht. Mhm. Das habe ich so oft, ich fange jetzt nicht nochmal an, weil das werde ich eh wieder ein paar Mal noch erzählen müssen. Und das sind so einfache Metaphern. Wenn du wissen willst, was in dem Buch steht, musst du das aufklappen, dann siehst du nur zwei Seiten. Da kannst du aber noch nicht lesen. Da musst du dich wieder auf eine Seite konzentrieren. Dann siehst du für die Zahlen. Da musst du dich wieder auf eine Zeile konzentrieren. Dann hast du plötzlich in deinem Fokus viele Wörter. Die Zeile, die Wörter in den Zahlen. Und wenn du dann ein Wort siehst, dann sprichst du das Wort aus. Du kannst dir die ganzen Worte in der Zeile aussprechen. Ich habe das so oft erklärt. Und das ist so simpel. Jedes Wort sprichst du jetzt. Jetzt kann ich sogar wieder ein Wort, wenn ich immer sage, zum Beispiel das Wort Wassermelone, ist ja schon wieder eine Zeile in einer Zeile. In einer Zeile von Worten ist ein Wort eine Zeile von aneinandergereihten Buchstaben. Und du wirst jetzt feststellen, dass du das Wort Wassermelone nicht im Jetzt aussprichst, sondern du sagst jetzt W-A-S-I-R. Wir dehnen nur den Zeitrahmen. Das, was auftaucht, wird immer kleiner selektiert. Aber dann, wenn du wieder runtertauchst in der Transversalen, wirst du feststellen, es ist immer alles gleichzeitig da, wie die Grundwellen und die Oberwellen und die Oberwellen. Das macht dann die Charaktere aus, wo ich erkläre in der Musik. Die Physik ist genauso wichtig wie Religion, wenn nicht noch wichtiger. Das ist nicht nur die Weltreligion, das Problem ist so wenig wie diese klassischen Religionen, die Dora oder die Upanishaden oder was auch immer, sowas für verkehrt übersetzt ist und dann doch wieder richtig. Immer die zwei Seiten. Erinnere dich, ich wiederhole nochmal für dich einfache Sätze im Deutsch. Johannes-Offenbarung. Wenn du an dieser Heiligen Schrift was hinzufügst, wenn dich all die Plagen treffen, die in dem Buch beschrieben werden, und wenn du was weglässt, dann hast du dein Anteil im Himmelreich, das hast deine eigene Heiligkeit verloren. Aber jetzt pass auf, was passiert in dem Moment, wo ich hier eine in dem Original jetzt, das ist eine Metapher, das ist eine Geschichte, was ich dir jetzt erzähle. In der Original-Dora, in der Original-Heiligen Schrift oder im Talmud, da sind keine Ausspracheregeln dabei. Das heißt, da fällen die Masora-Bündchen drumherum. Das habe ich so oft erklärt. Sobald ich die hinzufüge, präzisiert sich der Sinn, wenn ich immer doch unseren Gematrie-Explorer habe, da steht ja ein riesen Wortschwall unter zwei, drei kleinen Zeichen. Und erst durch das Hinzufügen dieser Punkte wird es eine ganz bestimmte Aussage innerhalb dieser vielen Worte, die da unten aufgeführt sind. Das hängt von der Aussprache ab. Das heißt, in dem Moment, wo ich was hinzufüge, lasse ich automatisch was weg, nämlich die komplett anderen Perspektiven, die noch mit da sind. Weil hinzufügen und weglassen geht eigentlich gar nicht einzeln wieder, weil das ja auch schon wieder ein Plus-Minus ist. Das klingt im ersten Moment für einen Materialisten wie eine einseitige, sagen wir mal, eine Warnung. Wenn du da was hinzufügst an der Heiligen Schrift, dann treffen dich all die Plagen und wenn du was weglässt, hast du den anderen an deiner Heiligkeit verloren. Das eine gibt's nicht ohne das andere. Sobald ich eine Ausspracheregel hinzuführe, wenn da zum Beispiel Bündem steht und ich spreche das Panim aus, heißt das Gesicht, und wenn ich das Panim ausspreche, heißt es das Innere. Und wie ich es ausspreche, mache ich durch das Hinzufügen, lasse ich die anderen Seiten weg. Das ist in dieses Gleichgewicht kommen, das ist wichtig. Und da geht es nicht, dass die Menschen das jetzt wissen müssen. Du weißt, wie oft ich sage, die Menschen, die du dir ausdenkst, die gehen mir total am Arsch vorbei, weil die schon weg sind, wenn du sie nicht mehr denkst. Da gibt es nichts zu retten. Es ist noch nie mein Bestreben gewesen, dass das hier in irgendeiner Form die Menschheit was. Wenn die das wissen soll, dann würde ich dich das träumen lassen. Aber zuerst einmal muss es der träumende Geist wissen. Und da ist jetzt auch ganz klipp und klar, wenn ich jetzt zum Beispiel hier sage, alles, was der Udo jetzt erzählt, dieses Pixelmännchen, dieser Lautsprecher, mehr ist ja für dich jetzt nicht da. Mhm. Meine ich mit dich jetzt den Heigo, das Pixelmännchen Heigo, das du siehst? Nein, ich spreche immer mit dem, der sich alles ausdenkt.
Und da der Udo jetzt eine Figur in deinem Traum ist, gleichgültig, ob du den als Pixelmännchen siehst oder in einer gewissen Entfernung auf deiner Verarbeitung real in deinem Kopf, als sinnlich wahrgenommene Information, es ist eine Figur in deinem Traum. Ich existiere in deiner Welt nicht, wenn du mich nicht denkst. Und du hast keinen Einfluss drauf, ob du mich denkst. Das heißt, alles, was der Udo dir jetzt erzählt in dieser Hierarchie, hängt erst einmal davon ab, weil du das träumst. Wenn ich jetzt normal als ich rede, nicht als Lautsprecher oder Brösel Udo, ich bin der, der dich das träumen lässt. Aber ich muss in deinem Traum in Erscheinung reden, dass du mich zu Gesicht bekommst. In deinem Inneren. Jetzt sind wir wieder bei Panim Penim. Drum ist deine geistige Sicht, weil ich das nur jemanden, der mit seinem Geist schaut, solange er noch glaubt, er schaut mit seinen Augen, die er sich ausdenkt, die ja gar nicht existieren, wenn du nicht dran denkst. Deine Augen und dein Gehirn in Bezug auf den Körper, der du zu sein glaubst, inklusive den ganzen Körper, der existiert genauso viel, wie einzelne Bilder existieren, wenn du eine DVD in der Hand hast. Das ist eine Seinsmöglichkeit auf der DVD. Aber zu Bildern wird es erst, wenn du die herausrechnest. Sag mal, das ist übrigens alles das, was ist. Es ist jetzt keine Spekulation. Das, was ich dir jetzt erkläre, sind einfache Metaphern für das, was in dir wirklich abläuft. Ja, da kann ich mitgehen. Und da hast du dein Spiel, das spielst du ganz allein mit dir, das kann ich nicht oft genug sagen. Ich kann nur den Geist wach machen, der träumt. Und ein ausgedachter träumender Geist ist kein träumender Geist, sondern die Information von jemandem, der sich den ausdenkt. Lass uns mal auf dieses, ich kann den Geist wach machen. Weil bei mir immer wieder das Gefühl auftaucht, ich müsste irgendetwas tun. Magst du doch laufend. Das Einzige, was du musst da sein. Du kannst dich nicht wegmachen. Unmöglich. Ja, ich meine, du machst mich wach. Das muss ich nicht machen. Wenn ich jetzt sage, du musst da sein, haben wir zwei Seiten. Das ist auch immer wieder, ich weise immer wieder darauf hin, du wirst das dann mal wirklich verstehen müssen, was der Unterschied ist zwischen Existieren und zwischen Dasein, zwischen dem rot geschriebenen Sein. Bewusstsein ist nicht existierend. Das rot geschriebene Da heißt einfach nur eine geschlossene Schöpfung. Und das blau geschriebene Da ist dann existierend, das heißt eine geöffnete Schöpfung. Eine geöffnete Schöpfung ist immer mit einer Existenz verbunden. Aber wo kommt das Existierende her? Das blaue Da kommt aus dem Roten da. Das ist die geschlossene Schöpfung. Dieses Kontinuum, wie ich das nenne, die absolute Einheit. Und das muss verstanden werden, dass immer jetzt nochmal ganz genau, dass du mich jetzt hörst, du Geist, solange du glaubst, du bist jetzt der, der du zu sein glaubst, du bist derjenige, der sich jetzt dieses Video anhört. Egal, ob du sagst, ich bin der Heiko oder der, spielt keine Rolle. Du Geist, hörst dir jetzt ein Video an und um dieses Video zu hören, ist jetzt Skype nötig, bei der Aufnahme. Mhm. Es kann aber sein, dass die Datei nötig ist jetzt, die du dir anhörst. Okay? Diese Datei, beziehungsweise Skype jetzt in dem speziellen Gespräch zwischen Udo und Heiko, die hat jetzt die ganze Zeit nicht existierend, während ich das gesprochen habe. Das ist sicher, die war aber da. Wäre sie nicht da gewesen, können sie nicht auftauchen. Da heißt nur eine tiefere Schicht. Es können keine Bilder auf einem Bildschirm auftauchen, wenn nicht auf einer tieferen Schicht diese Daten vorliegen in einer Datei. Mhm. Und darum sage ich, träumender Geist, mache ich immer die zweite Metapher, du bist wie ein Computer und alles, was in dir auf deinem Bildschirm B-ILET heißt, im Kind. Die ganzen Bilder, B-ILET-R, im Kind erweckt. Alle Bilder, die in dir als Gedankenwellen auftauchen, die du zu sehen bekommst, die sind schon, bevor du sie anschaust, auf einer nicht zeitlich, sondern auf einer hierarchisch tieferen Ebene vorhanden. Und wenn ich jetzt dein Lebensbuch nehme, muss dir klar sein, dass auf der Seite 10, wie du dich als 10-jährig empfunden hast, war schon das Internet da. Auf einer höheren Seite. Hängt jetzt davon ab, was für ein Buch du liest. Aber damit war zwangsläufig alles, was du jetzt wachrufen kannst. Jetzt bist du auf einer Seite, wo du dich an den Computer hinsetzen kannst und kannst ins Internet gehen. Und ich muss nicht darauf eingehen, wie viele Milliarden und Abermilliarden Seiten, Internetseiten du aufmachen könntest, rein prinzipbedingt. Ob du die natürlich alle anschaust, ist was anderes. Wenn das in einem Traum passiert, wo kommen eigentlich die Internetseiten her, wenn du träumst? Du träumst jetzt, du sitzt als Brösel vom Computer und gehst ins Internet. Wo kommen die Internetseiten her? Meinst du, das ist irgendwo von außen? Verdammt nochmal, halt das zweite Gebot.
Wie viele tausende Mal habe ich gesagt, halt das zweite Gebot. Mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunter auf der Erde. Jetzt denke ich mir an Paracelsus aus. Auch ein Leben, das ich schon gelebt habe. Da habe ich immer wieder darauf hingewiesen. Als großer Astrologe, Astru heißt nicht nach außen gestreut. Dieses Gestirn ist unheimlich wichtig. Die Astrologie stimmt und funktioniert, wie Programme funktionieren. Aber da sind keine Sterne, die sich außen um dich herumdrehen. Die sind nur ausgedacht. Interessant, Paracelsus auf der anderen Seite ein tiefgläubiger Bibelforscher und auf der anderen Seite mit der Begründer der Astrologie zu einer Zeit, wo das heliozentrische Weltbild eigentlich noch gar nicht ist, ist gerade am Kommen gewesen. Ob jetzt der das schon gekannt hat oder nicht gekannt hat, ist wieder reine Streitfrage. Da kannst du jetzt wieder recherchieren, wann wurde eigentlich das heliozentrische Weltbild intronisiert in unserer chronologischen Vergangenheitsvorstellung, wann hat es den Paracelsus gegeben, du wirst feststellen, das war fast zeitgleich. Aber da kommen dann schon wieder die nächsten Probleme. Weißt du, das sind Sachen, die ich anspreche. Wir denken uns mal unseren bayerischen Kini aus in Ludwig und der hat ja hier bei Reut das Festspielhaus gemacht mit dem Wagner. Okay? Das ist so eine Sache, wenn ich sage, okay, das hat er hier, ist ja sein Lieblingsprojekt, er hat das Festspielhaus gebraut, er hat ja dann nebenher eigentlich in München gewohnt und dann in Füssen, Schloss Neuschwanstein in der Gegend, im Allgäu. Wenn der doch so gern geht, weißt du, das macht es überhaupt dann Sinn, dass er dir dieses Festspielhaus bauen lässt und finanziert, das zu einer Zeit ohne Autobahnen, mit Kutschen, eine Monsterreise ist von Füssen nach Bayreuth? Was er sich für einen Stress reinhauen muss, um sich dann eine Wagenoper anzuhören, wäre das nicht sinnvoller, dass er das in seiner Gegend baut? Ja. Weißt du, das ist, oder die Reisen, wenn du das so, wenn ich Goethe, das Goethe-Leben, wenn du siehst, wo ich gesagt habe, kann der überhaupt so viel geschrieben haben? Dann hat er angeblich noch 6000 Bücher Privatbibliothek gehabt. Wie viele Bücher kann der noch gelesen haben? Wie viele Tausende von Seiten muss der eigentlich im Jahr geschrieben haben? Für sich selber. Wenn du das, was man Goethe zuspricht, was er selber geschrieben hat, ganz nebenbei hat er dann noch Reisen nach Italien und so weiter. Wann hat er das gemacht? Das bringst du in seiner Lebenszeit ja gar nicht unter. Das sind Fehler wie in den Physikbüchern. Es ist alles so logisch, weil du alles schluckst. Du schluckst alles, was deine Logik ist. Der Elite, die du dir ausdenkst, die dir immer erbärmlich erscheinen wird. Ich sage in der Bibel ganz einfach, zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass es die geistlosesten Narren überhaupt sind. Weißt du wieso? Weil Gedanken prinzipiell geistlos sind. Dann höre ich gerade ein Channel von Jesus. Ein Channel von Jesus, einer mit aufgestiegenen Meistern, kann man ja tausendfach finden. Und da gehen dann die nächsten Probleme los. Da ist zwar immer die Liebe und alles ist Einheit und dann kommt raumzeitliches Geschwätz mit der Vergangenheit. Da, wenn du ein bisschen wach bist, es ist immer die große Frage, wer denkt sich's aus? Wer schaut sich's an? Du verstreust Gedanken, die in dir auftauchen, entweder durch Reizauslöser, weil du was liest, du verstreust es um dich herum und du meinst, es ist überhaupt nichts damit zu tun. Du wirst irgendwann einmal sagen müssen, ich nehme alle Schuld auf mich als träumender Geist, aber wenn du die Schuld auf dich nimmst, kannst du dich auch freisprechen, weil solange du Geist dich jetzt bewusst als einen träumenden Geist setzt, ist dir auch klar, dass du in der Funktion des träumenden Geistes dir nicht raussuchen kannst, was du träumst. Genau, ja. Das sind die zwei Seiten. Ich bin selbstverständlich dafür verantwortlich, für das, was ich denke, weil ich denk's ja. Aber mit der Erkenntnis, mit der Selbsterkenntnis, dass du dir dein momentanes Denken gar nicht raussuchen kannst, genau, neutralisieren wir das in den Nullpunkt, der man selbst ist. Und das ich kann mir nicht raussuchen, ob ich... Diese Erkenntnis will man dann mitteilen. Und du musst irgendwann nochmal wissen, da ist zum Beispiel, warte mal, jetzt in der Jesus, in den Jesus-Channel, das musst du jetzt auf der Zunge zergehen lassen, da channelt Jesus und Jesus sagt dann in dem Channel durch das Medium, er spricht von den ganzen fühlenden Wesen. Und ich sage, die ganzen fühlenden Wesen, und man meint jetzt immer dann Tiere und Menschen und so weiter und so fort, ich sage dir jetzt, als der, der ich bin, alle fühlenden Wesen haben nur einen allereinzigen Geist, das ist der Geist, der sich fühlende Wesen ausdenkt. Aber ausgedachte fühlende Wesen können nichts fühlen. Das sind Figuren in einem Traum. Ja. Nichts Ausgedachtes kann irgendwas wahrnehmen.
Da kann ich jetzt wieder tausendmal sagen, hau dir mit dem Hammer auf die Hand, die du dir ausdenkst. Deine Hand ist was Ausgedachtes. Und ich, wahrlich, ich garantiere dir, die Hand selber als Ding an sich spürt überhaupt nichts. Und der Heiko, der du zu sein glaubst, der spürt es auch nicht. Du spürst es. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Und der spürt es natürlich auch nicht, weil der jetzt auch was Ausgedachtes ist. Man muss irgendwann einmal diese zwei Hälften, das nicht denkbare Ewige und das ständig Vergängliche. Das ständig Vergängliche sind Gedankenwellen. Und das Ewige, das jetzt auch nicht ewig ist, das habe ich so oft gesagt, weil ein ausgedachtes Ewiges ist ja auch nur, solange du das denkst. Das ist einmal These und Antithese. Dann habe ich hier doch im Chat habe ich eine kleine Reihe hingestellt. Da habe ich gesagt, ich bin der Erste und der Dritte. Jetzt erinnere dich jetzt ganz kurz, die Reihe ist rot geschrieben, da heißt es erstens der absolut Erste, dann mache ich mein schönes Aufspalten, was also hier jetzt die Welt der Gedankenwellen heißt, dann hast du es zweitens, also zuerst heißt es die absolute These, erstens die absolute These, dann wird es aufgespannt, 2. Antithese, dann geht es wieder zu und dann 3, drittens die absolute Synthese. Und da stehen jetzt eigentlich, wenn du oberflächlich hinschaust, nur 3 Sachen. Erstens die absolute These, dann Antithese als zweitens und als drittens die absolute Synthese. Die beiden habe ich rot geschrieben, die absoluten. Mhm. Und unser Einheitskreis hat 4 Phasen. Jetzt pass auf, die absolute These ist das Nichtdenkbare. Das Alles, das Kontinuum, UB, Gott, nenne es, wie du es willst, das ist die absolute These. Die Antithese dazu ist eine komplette Gedankenwelt. Das Vergängliche. Das heißt, die These, die absolute These ist das Immerseiende, Immerseiende. Die Antithese dazu ist die komplette Gedankenwelt. Zweitens, das nenne ich Antithese, die besteht aber aus These und Antithese. Die Welle, die ganze Welle ist die Antithese. Das Existierende ist die Antithese zur absoluten Synthese. Und die zwei jetzt, die wir uns ausdenken, dieses nicht ausgedachte Nichtseinende, Ewige und das ausgedachte Existierende, Vergängliche, fällt jetzt in die absolute Synthese, in die 3. Drum ist der Erste und der Dritte eigentlich dasselbe, nämlich nichts. Aber der Erste ist nur nichts, der in Verbindung mit seinen Existenzen in der Synthese zu nichts und alles gleichzeitig wird. Geh nur, wenn das ein paar Mal anders wird, es da einleuchten. Es ist nicht schwer, es ist nur ungewohnt. Ich sage immer wieder Holofeeling, nichts ist einfacher zu lernen wie Holofeeling. Das Einzige, was das so schwer macht, ist eben der ewige Zweite, der sagt, das ist unmöglich. Er klammert sich an Sachen, die er nicht einmal überprüfen könnte, weil er die als bewiesen ansieht. Die ganze Naturwissenschaft, die menschlichen Vorstellungen, wie ein Mensch funktioniert, die Schulmedizin, es sind reine Konstrukte, die sind komplett austauschbar, wie du Computerprogramme austauschen kannst. Wenn ich Weltbilder, wenn ich sage, wenn du einen Computer hast, können wir Weltbilder simulieren. Aber die Weltbilder, die ablaufen, hängen von den Programmen ab. Du kannst dir tausende Simulationen, wo irgendwelche Planeten und Sonnen sich um sich herumdrehen. Jetzt zu behaupten, eine davon ist richtiger wie eine andere, ist ein absoluter geistloser Schwachsinn. Für dich wird das da außen sein, was du glaubst. Du brichst das zweite Gebot und darum leidest du. Mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Und ich sage dann immer wieder, selbstverständlich als träumender Geist, da machst du dir ständig Bilder. Nochmal, B-I-L-E-R heißt im Kinder weg. Aber die sind nicht da, wo du dir sie hindenkst. Der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, der sitzt jetzt nicht in Weißenburg und der Heiko sitzt nicht in Hamburg. Die sind jetzt beide, je nachdem, wo du denkst, in deinem Kopf, in dem Kopf, roter Kopf dessen, der uns jetzt ausdenkt. Nur Märchenfigur. Und wenn du das einmal begreifst, dass das, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, nur eine vergängliche Erscheinung ist und das, was du bist, ewig ist. Wenn man das hat, hat man vor nichts und niemandem mehr Angst, selbst in der Rolle. Schon gar nicht vor Verlust, weil dir klar wird, Neues kann ich nur sehen, wenn ich das alte aufgebe. Wir arbeiten daran. Das ist wie mit den Körpern, da kannst du, und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Ja, das habe ich schon mitbekommen.
Keine Chance, Heiko. Also was wir machen, ist immer wieder, wo ich immer wieder von vornherein sage, die Menschen gehen mir total am Arsch vorbei. Wer mir nicht am Arsch vorbeigeht, ist der, der mich jetzt ausdenkt. Das bin ich letztendlich selbst. Das ist, dann kriegst du mit, was du an anderen tust, tust du immer dir selber, weil du nämlich alle Rollen spielst. Das ist in ganz klaren deutschen Worten von mir, wird das jetzt bewusst seit 25 Jahren der Menschheit dargebracht. Menschheit, die reduziert sich auf eine, ich sage mal, meine berühmten 100 Affen. Du musst dir nur klar machen, du bist das letzte Schaf, das ich heimhole. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst. In der 100. Affe, ne? Das ist, egal, wer du jetzt zu sein glaubst, das spielt keine Rolle. Das ist ein eigenartiges Gefühl, weil du halt in der Personifizierung steckst und das Buch zu Ende lesen musst. Aber es kann hier schon, ich sag mal immer wieder ganz, wenn man jung ist, geht sowieso nicht, aber wenn du mal so in dein Alter jetzt kommst, dann wird es erst interessant. Denk an meine Bewusstseinskurve. Wo ich sag, zwischen 20 und 50, Anfang 60, jetzt normal gedacht, da ändert sich an dem Bewusstsein überhaupt nichts. Das heißt, der Standard 50-Jährige, ich rede nicht von intellektuellem Wissen. Warte mal einen kleinen Moment, Heike, ich muss schnell die Tür aufmachen. So. Kannst ja notfalls schneiden, wenn du es reinstellen willst. Es ändert sich nichts an dem Buch und es ändert sich nichts an dem Geist. Die zwei Sachen. Das blaue Ich ist ein Konstruktwert, ein Interpretationsprogramm und der Geistesfunken, auch das, was viele nicht verstehen. Ich rede niemals von einer Mehrzahl. Das Geistesfunken ist immer derselbe Geist. Das ist das JCH, der steht vor dem Bücherregal. Und wenn du, sobald du dann das Ich, was du, wenn du ein Buch anfängst, dann weißt du von den anderen Büchern nichts mehr. Du liest aber die anderen Bücher auch. Das ist immer so eine Sache, wenn ich jetzt sage, ich habe das Heiko-Buch schon gelesen. Und wenn ich in dir auftauche, jetzt kannst du den Namen Heiko austauschen. Auch dein Buch, dein Leben habe ich schon durchlebt. Weil du bist erst vor dem Bücherregal, wenn du alle durch hast. Und dann ist es ja so, dass die Hilfestellung nicht darin ist, dass ich dich vor irgendeiner Erfahrung schützen will, weil es sind ja meine Erfahrungen. Verstehst du? Es sind meine Erfahrungen. Darum werde ich dich nicht warnen, wenn ich sage. Das ist meine Sache mit der heißen Herdplatte, die ich immer wieder wiederhole. Die Beispiele von mir sind so unheimlich tief, Heiko. Und da kommen immer wieder kleine Facetten dazu. Ich sehe das hier... Ich muss einmal normal reden, in der normalen Sprache, in der Physiognomie. Ich habe jetzt mein Holger, der ist ja nach Weißenburg gezogen. Und das sind Kleinigkeiten, Sachen, die der so oft gehört hat. Ich sehe das am Gesicht in einer Regung, dass Sachen, die eigentlich schon längst verstanden sein könnte, den ein richtiges Heureka auflösen. Das ist zum Beispiel das, was ich gerade gesagt habe mit dem DA, wo ich sage, ich erwähne immer wieder, die muss erst einmal bewusst werden, wenn du philosophische Vorlesungen, Geschwätz von normalen, gebildeten Menschen hörst, das sind zwei ganz große Probleme. Es ist ein ständiges, im Kontext ein Verwechseln zwischen Wirklichkeit und Wahrheit. Was ist die Wirklichkeit? Das wirkende Licht ist etwas, was eigentlich gar nicht gesehen werden kann. Du kannst zum Beispiel das hier auf dem Tisch als Ganzes gar nicht sehen, so wenig wie du Wetter sehen kannst. Das sind immer so Standardbeispiele. Ich behaupte, du hast noch niemals Wetter gesehen, du hast noch niemals deine Küche gesehen. Wie oft habe ich das schon erklärt? Das ist eine Wirklichkeit und eine Wahrnehmungseinheit kann die Küche niemals sein, weil ein Wahrnehmen kannst du nur Bilder. Im Kind erweckte Facetten von einem höheren Komplex. Das, was du meine Wohnung nennst, ist etwas nicht sichtbar machen. Das kannst du nicht sichtbar machen. Weil wenn ein Bild in dir auftaucht, ist es immer eine Facette, darum sage ich Kollektion, Selektion, Kollektion, Selektion. Und du bist in eine unvorstellbare, unendlich große Struktur hineinfokussiert. Das, was du siehst, ist ein absolutes Nichts in Bezug auf das heilige Ganze. Auch das Wissen, das du jetzt deiner Menschheit zusprichst, einmal das Wissen aller Menschen, ist ein Nichts im Vergleich zu dem, was möglich ist. Und da muss man sich klein dreimal drei Wachstumsstufen. Das ist innerhalb des Lebens. Was weiß ein Vierjähriger von dem? Was wusste der Vierjährige auf der Seite 4 der Heiko von seinem Leben? Nichts. Meinst du, dass du in einem Buch schon alles erfahren kannst? Das Fachwissen, jeder einzelne Fachbereich, wenn du zum Fachidioten wirst, das ist sowas verzerdacht, wenn du dir das anhörst, mit so
wirklich ganz leicht ersichtbaren Fehlern, hör dir den Lescher an, was der daher sabbert, wenn du mal eine eigene Meinung kriegst. Bei Mediziner nicht anders. Und dann kommt immer diese scheinheilige Moral, ich will ja nur Menschen helfen, wie helfe ich jemandem? Ich helfe, indem ich den klar mache, was er selbst ist und nicht, wenn ich ihm versuche, seinen jetzigen Zustand möglichst lange erleben zu lassen. Schulmedizin verlängert nur das Sterben, nicht das Leben. Leben ist was ganz was anderes. Ihr wisst gar nicht, was Leben ist. Auch wenn ich wieder tausendmal schon wieder wiederhole, der Säugling muss sich auflösen, dass er Schulkind war, das Schulkind muss sich auflösen. Da sagt jeder, ist logisch. Warum hast du dann eine Scheißdreckangst, wenn du Krebs hast oder was hast, dass sich dein Körper auflöst? Du sperrst dich in ein Gefängnis ein, das du möglichst lang nicht verlassen willst. Das ist die Qual. Genau. Das ist das so einfach, es ist so einfach. Lass einfach los. Und loslassen hast, lass den Heiko, jetzt hast du mal, wenn du der Heiko bist oder wer du auch immer jetzt, wessen Rolle du spielst. Spiel die Rolle, ich betone, die lass mal unangetastet. Was ich will, ist, dass du zum bewussten Beobachter wirst, wie du vor Fragen gestellt wirst, mache ich jetzt das oder mache ich das nicht, kaufe ich das oder kaufe ich das nicht. Und wie du dich dann letztendlich entscheidest und was du dir nach einer gewissen Zeit einhandelst. Wie viele Sachen wolltest du schon, wo du jetzt lächelst, die würde jetzt gar nicht mehr in den Sinn kommen, wenn es neu ist. Ich habe jetzt erst wieder gesagt, wenn ich jetzt zurückgehe, ich mache mal wieder Udo-Geschichte in die 80er Jahre, wie ich meinen Laden aufgemacht habe. Ich hatte bei mir im Büro Tonstudio, Mischpult, große Bandmaschinen, tolle Mikrofone. Es hat damals keine Computer gegeben. Ich hatte ein Wellscheibentelefon im Büro vorne stehen. Jetzt, wenn das kaputt geht, ich sage, ich brauche mein Telefon, ich brauche mein Telefon. Menschenskind hat es übrigens auch kein Fax gegeben. Ich brauche mein Telefon, ich habe ein Geschäft, wenn man mich nochmal anrufen kann. Ja. Aber muss nicht dieses Wellscheibentelefon sich vollkommen oder hat sich das nicht komplett aufgelöst, wenn dann ein Computer mit einem Internetanschluss dort steht? Ist was Besseres gekommen, ne? Das Bessere kann doch nur kommen, wenn das Alte sich auflöst. Und die versuchen mit aller Gewalt ihr Leid am Leben zu halten, diese Deppen. Aber leiden die eigentlich, die mir jetzt denken, nur Worte? Nochmal, leiden tut nur der Geist, der träumt, der einfach ums Verrecken holen, das nicht wahrhaben will, was er selber ist. Was die Wirklichkeit ist, das, was ist. Und die Wirklichkeit ist etwas, was nicht in Bildern dargestellt werden kann. Das sind immer nur Facetten von der Wirklichkeit. Ja, ist die Suche nach einer Identität, ne? Das ist halt, man gebe mir einen festen Punkt, das ist das Hebelgesetz. Aber ist der Hebel nicht der, den man in der Bibel in einer verkehrten Übersetzung, wenn man jetzt das hebräische Wort Hebel nimmt, ist nicht das derjenige von den Zweien im Paradies, der Abel, der erschlagen wird vom Kain? Wie oft habe ich die Geschichte erzählt? Da steht Hebel. Das wird mit Abel übersetzt. Aber da steht HBL im hebräischen Original. Und das hast ein Nichts, eine Nichtigkeit. Das ist das, was du selbst bist. Und der Kain, Koffein, die affine intellektuelle Existenz in Blau gelesen, der erschlägt seinen eigenen Bruder. Ich sage immer, wie dein geistiger Bruder, du hast mich in dir erschlagen, weil ich eigentlich sage, du bist ich und du sagst, nein, ich bin nicht du. Das ist das Prinzip. Du hast mich in dir erschlagen, weil du sagst, nein, ich will nicht sein, ich will der Heiko sein oder ich will der sein, der ich jetzt zu sein glaube. Der Michael oder wer auch immer. Und jetzt wird er kein unstet und flüchtig. So steht es in der Luther-Übersetzung. Aber die beiden Worte unstet und flüchtig, wenn du dir die einzeln anschaust, das ist genau das Prinzip der Gedankenwelt. Du wirst in eine ständige Bewegung gesetzt. Und jetzt fängst du an, ums Überleben zu kämpfen. Anstatt das Leben über dir zu genießen, deine Gedankenwelt, die aus dir kommen und wieder in dich reinfallen. Ja, wenn ich mich jetzt auflöse, sagt der normale Mensch, dann gibt's mich ja nicht mehr. Das geht doch gar nicht. Wie willst du das machen? Nicht also, mehr. Du bist nicht das mehr, wenn du ein Gedankenwelt bist. Ich sag, du wirst nicht wenig in der Auflösung, sondern mehr. Alles. Das bedeutet Holophilie. Und da wirst du merken in deiner Schizophrenie, wie ich so schön sage, das ist immer wieder das Denken, dass du andere Meinungen gelten lässt. Ich sitze dann so, pass auf, machen wir mal einen Udo-Brösel, ich sitze dann so auf meiner Kloschüssel,
Kack, ich gebe Exkremente von mir, das sind meine Gedanken, die tauchen ja, Exkremente heißt ja etwas Herausgetretenes, meine Gedanken, die tauchen in mir auf und dann denke ich mir, Menschenskind, eigentlich bist du ganz genial, eigentlich erschaffst du dir alles, alles, was du dir ausdenkst. Und dann höre ich plötzlich unter mir eine Stimme und dann spricht die Kloschüssel zu mir und sagt, von mir aus gesehen bist du bloß ein großes Arschloch. Und dann sage ich, du hast da irgendwie recht. Man muss andere Meinungen gelten lassen. Ja. Lerne das Lachen, das Lachen. Der Humor trägt dich über Abgründe hinweg und lehr dich mit dem Leid spielen. Und wenn du mal das Lachen, ich sage mal wieder, das Leben, das du hast, ist ein einziger großer Witz und du hast die Pointe noch nicht verstanden. Und das bin ich so oft drauf eingegangen, im Witz, das eigentlich Lustige ist, dass eine Geschichte schlagartig eine Änderung erhält, einen Haken schlägt, mit dem du nicht rechnest, wo deine Logik nicht mitgehen kann, aber solange das ein Witz ist, wirst du dann lachen. Und wenn das das normale Leben ist, hast du eine panische Angst davor, vor dieser Pointe und versuchst es möglichst zu vermeiden, dass du keinen Ausschlag machst in einem Bereich, der dir unlogisch erscheint. Wir können ja die Unlogik auch das Verkehrte nennen. Entweder machst du was richtig, dann bleibt alles beim Alten, es wiederholt sich und wiederholt sich, oder du lässt dich auf das Verkehrte ein, auf die anderen Meinungen, die genauso richtig sind, wenn du mal deinen Standpunkt, deinen geistigen Standpunkt verändert hast. Der sich aber raumzeitlich gesehen niemals verändert, weil du immer der Hebelpunkt bist. Du bist immer das Zentrum. Egal, wie du das um dich herum nennst. Ob du das mein Schädel nennst, wenn du nur an deinen Schädel, an die Haare, an die Augen denkst, dann ist alles andere nicht da. Oder du zoomst dich jetzt auf und sagst, nee, ich bin in meinem Wohnzimmer, die vor mir, hinter mir oder in der Wohnung oder ich bin in Hamburg. Du zoomst, aber du bist immer die Mitte. Es ist immer hier. Du bist der Einzige, der immer hier ist und alles, was du denkst, denkst du jetzt. Alles, was du wahrnimmst, nimmst du jetzt wahr und du nimmst es hier wahr. Wo ist dieses Hier und das Jetzt? Du merkst, das ist das rote Hier und Jetzt. Und das kannst du nicht erreichen. Ich betone immer wieder, du kannst nicht heilig werden, du kannst nicht etwas werden, was du bist. Ich rede mit dem Geist, der uns zwei jetzt ausdenkt. Und sich den, der sich das anhört, vielleicht am Brüssel, der jetzt vom Computer sitzt. Alles ausgedachte Sachen. Du kannst etwas nicht erreichen, was du bist. Und um nochmal zu sagen, es ist wie wenn einer versucht, das Ewige hier und jetzt in der Zukunft oder woanders zu erreichen. Das ist doch. Durch den Wahn, was erreichen zu wollen, was schon ist, hast du vergessen, was es eigentlich ist. Hast du eine falsche Vorstellung davor? Das ist ein dauernder Zustand. Und der bringt den Frieden. Frieden, die Frucht des Paradieses. Und es ist nur dieses Ego, das immer wieder in die Vergessenheit geht, in die Schlafsucht reinfällt. Man nicht mehr ums Überleben kämpft, einfach geschehen lassen. Hier bin ich, hier stehe ich vor der. Mach mir, das ist die Christusgeschichte. Wo ich übrigens auch in einem Selbstgespräch, wo da auch zwei Seiten sind, weil eine der Todsünden ist ja Selbstmord. Weil Selbstmord ist ja ein davonlaufen wollen. In einem gewissen Maß könnte ich jetzt sagen, ich habe auch Selbstmord begangen. Als Jesus, in der Jesusgeschichte, weil ich wusste ja, was mit mir passiert. Ja. Erinnere dich hier, dieser kleine Absatz mit dem Petrus, steht in der Holoarithmetik etwas genauer drin. Wenn du es nachschaust im Neuen Testament, ich mache das in der deutschen Übersetzung, wo ich das da mal in der Geschichte hier, da kommt ein Satz, wo ich zum Petrus sage, weiche von mir, Satan. Da sind viele, was, wie kann der zum Petrus, der heilige Petrus? Das ist, zuerst einmal kommt dieser Satz, Petrus, du bist der Fels, auf den ich meine Kirche aufbauen werde. Okay? Dann erkläre ich in der Geschichte in einigen Versen, dass ich jetzt gefangen genommen werde und werde für euch sterben. Und jetzt kommt eigentlich, dass der Petrus zu mir sagt, nein, Meister, das werden wir nie zulassen, dass dir das widerfährt, meine Fans. Und ich sage dann, weiche von mir, Satan, du willst das, was die Menschen wollen, aber nicht das, was Gott will. Weißt du, wenn man mal selber darüber nachdenkt, dass ich immer wieder sage, wenn ich dir jetzt erzähle, dass Gott will, dass ich gekreuzigt werde, wie kannst du sagen, das werden wir nie zulassen? Aber was will Gott? Ich frage immer wieder, was will Gott? Das, was jetzt ist, sonst wird es nicht in dir auftauchen. Er will einfach nur, dass du damit einverstanden bist. Leid entsteht durch Nicht-Einverstanden-Sein, egal mit was du nicht einverstanden bist. Jawohl, ja. Und du wirst jetzt merken, wie der Zweite permanent auf sein einseitiges Recht kommt in dir. Deine Logik, die gar nicht deine Logik ist, dein Schwamminhalt. Es ist die Logik, jetzt
raumzeitlich in deiner Sprache deiner Lehre und deiner Erzieher, die nur geistlos Sachen rezitieren. Hör dir Philosophievorlesungen an, hör dir Physikvorlesungen an. Es ist alles unheimlich logisch, aber nur für den, der so programmiert ist. Es ist wie mit Computerprogrammen. Und es macht da keinen Sinn, irgendjemandem was erklären zu wollen, den du dir ausdenkst. Denk wieder an das Beispiel mit den zwei Händen. Ich komme gar nicht auf die Idee, meinen Händen erklären zu wollen, dass ich derjenige bin, der ihnen alles tun lässt. Wieso willst du dann, das sind meine Gedanken. Wieso willst du dann Menschen, die du dir ausdenkst, irgendwas erklären? Sterblichen Trocken außen auf. Selbstgespräche, sich selbst erklären, was man ist. Und da komme ich dir etwas entgegen als Bruce Lude in deinem Traum. Aber glaub ja nicht, dass du, den du dir ausdenkst, irgendein Ding an sich selber was verstanden haben könnte. Mir ist das aber schon wichtig, diese Gespräche, weil ich höre ja auch zu. Ja, das ist, ich mache, darum würde ich es ja nicht machen. Das ist dieses Ich-IB. Ich erkläre es nur den, der jetzt den Udo sprechen hört und der sich den Udo ausdenkt. Also ich höre jetzt den Udo sprechen und ich denke mir den Udo aus. Bist du schon ich? Ein ganz einfacher Satz. Das ist natürlich klar, dass man irgendwann nochmal begreifen muss, du kommst da gar nicht weiter, wenn du diese vier Ichs nicht kennst. Das ist ein vollkommen neuer Ansatz in der Philosophie, weil plötzlich die Worte, die Sätze durch diese Erkenntnis, von welchen ich spreche ich jetzt eigentlich, einen ganz anderen Kontext ergeben. Ich, rede ich jetzt von dem momentanen Körper, der existiert, wenn ich an ihn denke? Rede ich von dem Menschen, der ist schon kein Körper mehr da, weil ein Mensch aus vielen Körpern besteht. Übrigens, diese vielen Körper, die innerhalb deines Programms, die der Mensch sagt, ich kenne ja so und so viele Menschen, sich und viele andere. Das ist immer die Ausnahme, die Regel bestätigt. Wenn du jetzt an die Menschheit denkst, ist von den ganzen Menschen, die du dir ausdenkst, eine Ausnahme da, nämlich den, der du selbst zu sein glaubst. Dann kannst du dir viele menschliche Körper ausdenken. Da hast du schon eine gewisse Menge, wo du sagst, das bin ich, das war ich oder das werde ich sein. Das sind jetzt die Figuren, die du ich nennst, von dem Säugling bis zum Geburt. Und das sprichst du jetzt gespiegelt den anderen auch zu, wo du sagst, diese Körper bin ich nicht. Immer die zwei Seiten. Aber das ist alles uninteressant. Was auftaucht und verschwindet, ist sekundär im wahrsten Sinne des Wortes. Wer bleibt dabei immer gleich? Genau genommen derselbe. Das ist jetzt der Sprung vom blauen Ich zum roten, vom Menschen zum roten Ich. Es bleibt immer das gleiche Buch, das du liest, aber es ist immer dasselbe Ich, egal welches Buch du liest. Welches Leben du durchlebst. Und dann kommst du in das Chatting. Das Chatting, alles wirklich extrem, wenn du das immer wieder wiederholst, erklärt, extrem einfach erklärt. Chatdenken ist ein Kollektivdenken. Ich mache immer das Beispiel, kannst du lesen, sagst du ja. Aber wenn ich jetzt sage, das Lesen lernen ist ein Buch in einem Buch, ein Kapitel in deinem Buch, dann musst du viele kleine Einzelteile auftauchen lassen, zusammen machen und dann kannst du sagen, ja. Erst wenn du lesen kannst, sagst du auf die Frage ja. Aber um da ja sagen zu können, musst du praktisch ein Kapitel in deinem Buch durchgearbeitet haben, die Phase, wo du lesen gelernt hast. Und dann sind die Regeln nicht mehr da, sondern bloß noch das ja, dann kannst du es. Es ist immer die Positiven, wenn ich sage, dann passiert schlafwandlerisch. Bin ich auf so viele Beispiele drauf eingegangen, Autofahren zum Beispiel, die positiven Automatismen. Wir können durch Hamburg fahren, Autofahren, sagen wir mal, all das, jetzt hat ja eh fast jeder Automatik. Wir können dabei philosophieren, ich kuppel, ich schalte, ich bremse, ohne da aufzupassen. Jetzt ist natürlich die Frage, machen wir das überhaupt, wenn es nicht existiert? Das ist immer wieder, wenn du jetzt zum Beispiel von Hamburg runterfährst auf Bleinfeld, ist da die ganze Zeit ein Tango da? Ist dir bewusst, wie oft du schaltest? Oder in den Rückspiegel schaust, wenn du überholst? Magst du das eigentlich oder konstruieren wir jetzt schon wieder eine Vergangenheit, wo wir meinen, das war in der Vergangenheit so? Es ist nur das, was jetzt ist. Und die meiste Zeit, wenn du eine weite Strecke mit dem Auto fährst, wenn jetzt das so langsam dahin geht, das ist wie beim Buchlesen. Das Auto löst sich auf und die Autobahn löst sich auf, so wie sich das Buch auflöst, wenn du einen spannenden Roman liest. Existiert, tut immer nur hier und jetzt das, was du siehst und es unterliegt einem ständigen Wechsel. Und solange du immer noch Zwang auf Vergangenheit interpretierst, Tiere zum Beispiel, die Tiere, die geschlachtet werden, dass wir Fleisch kriegen, meine göttliche Botschaft, da ist natürlich immer ein Quäntchen Wahrheit dahinter. Die göttliche Botschaft kriegst du, wenn du das Tier, das du selbst zu sein glaubst, in dir selber schlachtest. Und dann haben wir schön lacht.
Dann lacht deine Logik, wenn du eine höhere Logik hast. Wir können die Schlacht natürlich auch Shin El 8 lesen, dann Shin El, das logische Licht. Das ist übrigens im Hebräischen ein Partikel des persönlichen Besitzes, ein Partikel des Genitivs. Das ist dein logisches Licht. Das ist das Buch, das du hast. Das macht deine Logik. Und wenn jetzt das eine das erste Mal her, der kann es nicht verstehen. Für den ist das einfach nur Geschwätz. Aber ist es nicht anders, wenn dir irgendein Quantenmechaniker irgendwelche Formeln erklärt, dass das für einen, der sich damit beschäftigt hat, auch bloß ein Geschwätz ist? Bloß das Verrückte, die Logik, die ein Quantenmechaniker zuhört, mit dieser Riesenautorität von Physikern, die geistlose Märchengeschichten erzählen. Aber du von klein auf so programmiert bist, dass wenn das ein Physiker, vielleicht der Nobelpreisträger, sagt, dass der ja viel gescheit ist, den wirst du nie in Frage stellen. Ich bin ja so blöd. Bin ich auch erst drauf eingegangen. Das ist ein ständiges Wiederholen. Dass wenn du selber denkst mit deinem kindlichen Geist, wirst du plötzlich feststellen, dass die bloß Scheiße hersappern. Willst du denen das jetzt das erklären? Ich will prinzipiell Gedanken von mir überhaupt nichts erklären. Mich interessiert das nicht. Mich interessiert nur der, der mich jetzt ausdenkt. Jetzt im Moment. Wenn er mich nicht denkt, gibt es den Udo nicht. Jetzt habe ich wieder das Ich auf den Udo bezogen. Merkst du, das ist ganz, ganz wichtig. Da muss man sehr wach werden. Und für die Wachheit, für die geistige Beweglichkeit, da ist ein großes intellektuelles Wissen, ist da nur hinderlich. Sind auch wieder zwei Seiten. Ist jetzt intellektuelles, möglichst für intellektuelles Wissen hilfreich oder nicht? Beides. Ja. Habe ich doch das schöne Beispiel hier immer wieder bei einigen, wo ich jetzt gesagt habe, die da immer reinschreiben in Chat und dann kurz was von Wikipedia raus kopieren. Ich sage, wenn du einfach setzen willst, dann nimm einen Editor. Das ist ein ganz einfaches Textverarbeitungsprogramm. Das hat auch viele Vorteile. Wie wenn ich jetzt Word nehme und was kopiere und nehme die ganzen Links um, mit die mich gar nicht interessieren, weil ich bloß die abstrakte Zeichenstruktur haben will. Ich kann ja prinzipiell sagen, Vielwissen ist gut. Das macht auch blind. Weil Vielwisserei sich in der Regel immer bloß in Bezug auf das unendliche Wissen auf Fachgebiete bezieht. Und da bist du vollkommen blind für die anderen Fachgebiete. Und zu meinen, in der Menschheit retten wollen, wenn ich immer sage, das Deutsch ist so wichtig, einer, der nicht Deutsch spricht, versteht mich jetzt sowieso nicht. Aber gibt es überhaupt welche, die nicht Deutsch sprechen, wenn wir die nicht denken? Können den Gedanken was verstehen? Meinst du, dass der Jesus, den wir uns jetzt ausdenken, jemals was verstanden hat? Schau doch mal wieder die zwei Seiten. Wenn ich sage jetzt, der Jesus von Nazareth ist eine Märchenfigur. Der Christus ist was ganz was anderes. Gautama Buddha, Siddhartha Gautama, ist auch ein Märchen. Das ist ein Eigenname, das ist eine Märchenfigur. Der Buddha ist wieder ein Titel, eine Titelbezeichnung von einem Erleuchteten. Man macht schon mal die große Verwechslung, dass man die symbolische Darstellung als Trockennasenaffe, der man Namen gibt, verwechselt mit dem, was in dieser Märchenfigur mitgeteilt wird. Der Christusgeist oder der Buddhageist. Das sind so Kleinigkeiten, das sind die Kabelstecker, Heiko, wie ich das immer so schön nenne. Es ist gleichgültig, ob du den Motor vom Auto rauspasst oder einen Kabelstecker abziehst. Das Endeffekt ist dasselbe, es funktioniert nicht. Und bei Holofeeling, die Heiligkeit, da darfst du nicht den geringsten Hauch, keinen Splitter der Fällen, was alles prinzipiell denkbar ist. Und ich rede jetzt nicht, was du mit deinem Programm denken kannst, das du zum Denken benutzt. Es gibt noch, ich benutze das Wort unendlich viele andere Programme, wo du noch viel gigantischere Sachen denken kannst. Wenn irgendwas, was prinzipiell denkbar ist, nicht gemocht wird, vernichtet wird, zerstörst du das heilige Ganze, aus dem das entspringt. Das ist diese Energie, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann. Du kannst es nicht oft genug hören, dieses Symbol Energie kann nicht vermehrt werden. Es ist El Hayom, das ist das Meer. Und es kann nicht vernichtet werden, weil nichts kannst du nicht vernichten. Es ist etwas nicht Denkbares. Wie willst du einen nicht denkbaren Gedanken vernichten? Also darum sage ich immer wieder, alles, wenn du in einer Wort von Energiegewinnung, Energieverbrauch, dass diese Energie ist genauso wenig wie ein Siddhartha Gautama oder ein Jesus von Nazareth, den wir uns jetzt denken, oder ein Rumpelstilzchen oder wer auch immer, das sind vergängliche Erscheinungen. Die stehen symbolisch für etwas. Der Jesus von Nazareth, diese Märchenfigur, steht für einen Christusgeist, für einen Messias. Habe ich erst drin gehabt. Und der Siddhartha Gautama steht für einen Buddha. Das ist im Prinzip dasselbe Wort. Allah Buddha, das steht auch hier in den Selbstgesprächen aufgefächert, wenn du feststellst, ist alles dieselbe Bezeichnung, bloß anders ausgedrückt. Wenn man die Energiewesen, wenn man die Vordersprache versteht.
Und du musst es verstehen. Der Heiko wird es nie verstehen, der Udo hat es nie verstanden. Der, der uns jetzt ausdenkt, den Heiko und den Udo Brösel, und sich den Brösel ausdenkt, der er zu sein glaubt, der sich jetzt das Selbstgespräch ordnet. Diese ausgedachten Dinge werden es nie verstehen. Es kann nur der verstehen, der sich's ausdenkt. Nur ein bewusster Denker kann verstehen, was ein bewusster Denker ist. Ein Gedanke von dem bewussten Denker wird es nie verstehen, weil es eine vergängliche Erscheinung ist. Ich erkläre dir, was deine eigene Ewigkeit ist. Und das hast du dann verstanden, wenn du ich bist. Jetzt lass mir's gut sein. Rühr dich wieder, wenn es da danach ist. Ciao, mach ein schönes Selbstgespräch draus. Okay. Und spiel noch eine Runde mit dem Brösel, der du zu sein glaubst. Tschüss.